Ja, moin moin, ich bin's wieder, euer Rafe. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, kam in letzter Zeit keine Beacom Legend Folge. Und heute möchte ich euch in dieser kleinen Infofolge natürlich erklären, wieso, weshalb und warum. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich hatte ja schon ein bisschen voraufgenommen und wir sind jetzt bei der 9. oder 10. Folge mittlerweile. Und danach habe ich noch 6 Aufnahmen, jeweils ein Spiel pro Aufnahme. Und leider muss ich sagen, sind diese Dateien kaputt gegangen. Das heißt, ich kann sie nicht mehr benutzen. Das heißt, uns fehlen einfach 6 Spiele. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, mache ich die Serie weiter oder wie handle ich das Ganze? Dann bin ich darauf gekommen, wir machen es weiter. Dazu muss ich aber noch was erklären. Wir haben mittlerweile schon ein Inform im Team und dazu wollte ich dann noch zu der Regelung sagen, dass wir natürlich, sobald wir den Inform haben, an der Position uns erstmal nicht mehr verbessern. Ansonsten läuft die Serie sehr gut, finde ich. Sie macht Spaß und ich hoffe natürlich, euch gefällt sie auch. Das ist somit die einzige Änderung. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Nebenbei läuft natürlich die Coop-Season hier auf dem Kanal mit dem lieben Exit. Ich hoffe, da schaut ihr auch mal rein. Also das ist Live-Commentary übrigens. Also das ist nicht nachkommentiert dort bei der Coop-Season. Genauso wird es demnächst auch bei der Beacom Legend-Serie sein. Ich werde die Spiele live kommentieren und nachträglich schneiden. So finde ich, kommt einfach mehr dieser Moment, wenn irgendwas nicht läuft oder irgendwas richtig geil ist, das hier kommt einfach viel, viel geiler rüber, als wenn ich das nachkommentiere. Ansonsten könnt ihr mich mal ruhig auf meiner Facebook-Seite besuchen. Link dazu gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung. Genauso gibt es einen Link zu imbatronic.com, mein Coinsponsor. Wenn ihr also Bock habt, mal geile Teams zu bauen, geht auf jeden Fall auch auf seine Seite, kauft die Coins und benutzt den Rabattcode, der unten in der Videobeschreibung steht. Ansonsten kann ich nur sagen, falls ihr mal wissen wollt, von wem die Musik ist, die ihr immer im Hintergrund hört, beziehungsweise die Instrumentals, die da laufen, diese sind von 100 Mark Beats. Auch ihn findet ihr sowohl auf YouTube und Facebook, Soundcloud. Einfach mal suchen nach 100 Mark Beats. Weitere Infos dazu gibt's auch unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren gibt's einen richtig coolen FIFA-YouTuber. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon, weil ich ihn ja auch verlinkt habe. Und zwar ist sein Name der Ultimate Ozzy. Und er hat so Formate wie die FIFA Academy, da wertet er auch Spieler auf, also ungefähr gleiches Spielprinzip. Dann hat er FIFA DIN, Discipline is Necessary heißt das Ganze, in der er quasi so eine Art Extreme FIFA macht zum Beispiel. Er muss, wenn er jedes Mal ein Tor reinkriegt, eine Zwiebel beißen, auf jeden Fall sehr auch amüsant. Und er pusht viele andere Kanäle, macht zurzeit ein bisschen Spaßvideos, müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken und natürlich mit Ironie nehmen, die Videos wie eine Legende bekommen oder jedes Spiel gewinnen. Auf jeden Fall, ich feiere den total, besucht ihn auch, der Ultimate Ozzy. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Video, ciao, ciao, ich bin raus, euer Rafe.